Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir in den Asam Beauty Premium Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in dieses schwere Teil zu schauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 169,99 Euro, das muss man sich mal überlegen, ist schon mal eine Stange Geld, das muss man sich erstmal leisten können und wollen. Hier habe ich ihn, das sind drei Schubladen, die ich gleich vor mir ausbreiten werde, den Inhalt sehen wir dann im Hintergrund. Wir sollen halt einen Warenwert von 503 Euro drin haben, das wird nachgerechnet, hier steht auch drauf in Originalgröße, da bin ich auch mal gespannt. Vielleicht meinen die damit, dass du Produkte im Wert von 503 Euro in Originalgröße hast und Rest vom Schützenfest. Der Make-up-Adventskalender hat nicht ganz so überzeugt, um das mal so zu sagen. Und auch der Pflege-Adventskalender ist etwas geschrumpft. Hier haben sie jetzt rausgehauen und dann gucken wir mal, ob er sich wirklich lohnt. Zeitgleich mit meinem Video geht auch das von der wundervollen Nicole vom Kanal von Chiquitas Place online. Also schaut gerne für eine zweite Meinung mal bei ihr vorbei. So, es ist alles vor mir ausgebreitet. Es sieht so von innen dann immer aus. Finde ich ganz hübsch gemacht. Es sind auch wirklich große Boxen, die sehr verheißungsvoll dann für mich persönlich sind. Und dann starten wir mal am 1. Dezember mit der Nummer 1. Es steht nichts auf den Boxen drauf, sodass es ein Adventskalender sein wird, der auch ganz toll zum Wiederbefüllen ist. Und hier geht es auch direkt schon los mit 50 ml von der 24-Stunden-Creme. Hyaluron Repair, das ist einmal diese hier. Sowas finde ich immer sehr charmant, kann jeder Hauttyp auch sehr gut verwenden. Ne? Denn alles, was irgendwie Hyaluron oder auch Ceramide oder sowas drin hat, ist einfach sehr, sehr Multi-Use-mäßig. Ne? Und die kannst du dann wahrscheinlich auch morgens und abends verwenden. Eigentlich ein ganz toller Start. Fahren wir fort am 2. Dezember. Auch da ist ein Tiegel drin. Ja, die ziehen durch. Ne? Also hier haben wir das Fond de Teint mit 30 ml, also das Make-up-Mousse drin. Das ist ja diese, ja, ihr habt es mir auch unter das Video geschrieben. Also theoretisch soll das ja im Prinzip ein Make-up-Mousse sein, was sich dem Hautton anpasst. Das geht aber immer nur innerhalb einer gewissen Farbrange. Das darf man nicht vergessen. Mir persönlich ist das zu jeder Jahreszeit leider einfach zu dunkel. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine sehr schwere und sehr große Nummer 3. Eieieiei, die Haare werden auch nicht vergessen. Da haben wir das Koffein-Shampoo Thickening drin enthalten. Kraft und Fülle mit Bio-Koffein. Dürfte mit 200 Millilitern auch tatsächlich eine Originalgröße sein. Also ich glaube auch wirklich, dass wir in diesem Adventskalender eigentlich ausschließlich Originalgrößen erwarten dürfen, für den Preis auf jeden Fall. Ne? Finde ich aber schön, so ein Shampoo ist auch wirklich für jeden ganz gut geeignet. Das ist jetzt nicht extra auf dünnes, dickes, dies, das, Ananashaar gemünzt. Ne? Und ich mag auch diesen Applikator hier oben drauf. Ne? Das ist auch ein bisschen einfacher. Schön. In der ersten Schublade, hier haben wir die Nummer 4. Hier haben wir ein Serum drin, Ino Gold Night Power Concentrate, das sind 30 ml und das ist so eine sandgestrahlte Glasverpackung. Ino Gold ist auch eine beliebte Reihe, die auch sehr multi-use, multi-einsetzbar ist, ne? Und sowas kann man auf jeden Fall gut gebrauchen, wenn man einfach so ein bisschen Pflege über Nacht haben möchte. Mal schauen, was uns der Adventskalender am 5. Dezember kredenzen möchte. Ich meine, wir haben hier eine große Verpackung. Die werden auch gut ausgefüllt. Ne? Das muss man auch wirklich an dieser Stelle sagen. Beauty Naturals Naturkosmetik, das ist eine relativ neue Linie von denen. Eine Reinigungsmilch, Feuchtigkeit spendend. Und hier sind wir mit 150 ml auch bei einer Originalgröße. Reinigung ist der erste Schritt von unserer Gesichtspflege und dementsprechend super, super wichtig. Finde ich klasse. Ui, die Nummer 6, was ist das denn? Ah, die haben Bodycare. Ist da vielleicht irgendwie ein Peeling oder sowas drin? Oh, das würden so viele hart feiern, Leute. Hier haben wir drin eine Körpercreme. Bath and Body Aromatic Lovely Chai, 300 ml. Und das wird dann ein sehr, sehr süßer Duft sein. Ich trinke nicht gerne Chai-Tee oder Chai-Latte. Oh Gott, ja, das riecht extrem zimtig. Das ist nicht ganz mein Vibe oder Zimt, Ingwerig, ne? Aber ich glaube, viele freuen sich darüber. Ich glaube schon, weil die haben echt eine gute Pflegewirkung. Ein schöner Nikolaus, ne? Ja, dann gucken wir mal weiter, was die Nummer 7 uns bieten möchte. Hier sind wir dann etwas kleiner und leichter unterwegs. Ist das eine Originalgröße? Kann man bestimmt auch so kaufen. 20 ml von der... Doch, natürlich ist das eine Originalgröße, Claudi. Vitamin E Augencreme. Ach, du ahnst es nicht. Vitamin E ist das Schönheitsvitamin. Und das finde ich richtig toll, dass wir hier so eine große Größe drin enthalten haben. Das darf man auch erwarten. Ne? Finde ich aber auch richtig cool. Also, ne, auch das wieder. Jeder Hauttyp kann es verwenden.
das ist mir bei solchen Adventskalendern halt auch immer wichtig, ne? Dass wenn man halt so viel Geld ausgibt, dass man auch möglichst viel davon selber verwenden kann. Dann schauen wir mal. Die Nummer 8 darf nämlich jetzt machen, dass es kracht. Sie fühlt sich schon mal recht schwer an, was auf einen großen, schweren Tiegel hinweist. Und da haben wir drin enthalten die Superlift Neck Cream. Das ist für Hals und Dekolleté super geeignet. 50 Milliliter. Und die habe ich auch schon das ein oder andere Mal aufgebraucht sogar. Ich finde eigentlich diese Hals- und Dekolleté-Cremes, die brauchst du in deinem Leben nicht. Aber sie sind meistens günstiger als die Gesichtscreme, die du normalerweise gerade anwendest. Und dementsprechend, ne, da man die Gesichtspflege auch weiter runterziehen sollte, ab einem gewissen Alter, ist es auf jeden Fall dann eine günstige Alternative. Und gleichzeitig ist es halt auch wirklich genau für den Bereich dann so ausgelegt. Es erinnert einen auch ein Stück weit dran. Deswegen, so verkehrt finde ich es jetzt echt nicht. Übersetze von Westfälisch auf Normaldeutsch. Ich finde es richtig gut. Ist nicht verkehrt, heißt bei uns, ist gut. Ja, okay, so. Mal sehen, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Und bei dieser Schublade haben wir irgendwie so ein Papp-Inlay, ne? Das sind die wirken größer, als sie eigentlich sind, die Büchschen. Das ist ja abgefahren. Hier haben wir auch wieder so ein Glasprodukt drin enthalten, ein Mimic Booster mit 20 Millilitern. Schaut so aus. Ich denke, um das mal so ein bisschen sich anzuschauen, kann man mal ausprobieren. Meins ist leider ein bisschen ausgelaufen. Oh nein! Das hatte Nicole ja auch, ne? Dass bei ihr so das ein oder andere ein bisschen unschön bei dem Make-up-Adventskalender ankam. Bei mir ist es jetzt leider bei diesem sackteuren Adventskalender. Das ist wirklich schade. Also, das darf eigentlich nicht sein. Sowas müsste man dann einfach mal reklamieren, ne? Mal sehen, ob es jetzt ein bisschen weniger ausgelaufen in der Nummer 10 weitergehen wird. Eine große Tube von dem Resveratrol Premium NT50, eine Reinigungscreme, 100 Milliliter sind hier drin. Auch das ist für mich persönlich der zweite Schritt vom Double Cleansing und für morgens einfach auch immer ganz gut geeignet. Ob man unbedingt von einer so hochwertigen, hochpreisigen Reihe wie von der Resveratrol-Reihe dann die Reinigungscreme braucht, weiß ich nicht, weil du wäschest die ja eh runter. Ich freue mich trotzdem drüber. Die Nummer 11. Also wirklich große Größen hier drin, das ist auch gut. So Collagen Lift ein Konzentrat, das ist halt ein Serum, würde ich persönlich eher abends anwenden. Hier öffnen, achso, dann hast du da quasi noch mehr Informationen, so schaut das aus. Sieht sehr, sehr edel aus, ne? So eine Tropfenverpackung mit einer Pipette drin. Und sowas würde ich persönlich eher so abends anwenden, weil das meistens auch ein bisschen ölig unterwegs ist. Und ich tatsächlich abends eher so krasse Pflege mache. Morgens ist es dann ein bisschen leichter, weil gerade jetzt, wenn es halt so warm draußen ist, ne, sehe ich zu, dass es halt auch mit Make-up und so weiter funktioniert und abends darf richtig Kabitjes sein. Dann gehen wir mal zur Halbzeit. Die Nummer 12 ist sehr, sehr leicht. Oh, wir haben hier dekorative Kosmetik drin und zwar den Volume and Repair Lip Balm in der Originalgröße mit 3,3 Gramm. Romantic Rose ist da die Farbe und ja, den finde ich schön. Also ich glaube auch, das ist eine tragbare Farbe, wo sich auch viele drüber freuen, den so in genau dieser Farbe drin zu haben. Hat eine ganz, 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 ganz leichte Farbabgabe, aber schönes Produkt auf jeden Fall. Also hast du da im Prinzip dann Lippenpflege und ein bisschen Lippenfarbe in eins. Hälfte des Adventskalenders steht hinter mir, sind Originalgrößen. Schauen wir mal, was die zweite Halbzeit uns bereitet. Hier habe ich jetzt den 13. Dezember. Da habe ich eine Tube drin und das ist auch eine Riesentube. 30 Milliliter von der Aqua Intense, auch eine sehr beliebte Reihe, ne? Hyaluron Augenmaske. Sowas würde ich persönlich dann zum Beispiel verwenden, während ich auch meine Crememasken morgens verwende. Das heißt, anstelle von Augenpatches, dass ich mir die unter die Augen mache und dann halt meine Crememaske drauf und das Ganze einwirken lasse, während ich Pinsel wasche und meine Zähne putze und dann ist das alles auch gut eingewirkt, ne? Weil hier steht auch 10 Minuten, lässt du es entsprechend einwirken. Ein bis zweimal pro Woche musst du es drauf machen, ne? Läuft. Schön. Mega. Also das ist auch ein ganz, ganz tolles Produkt, finde ich. Schauen wir mal, ob der 14. Dezember mich ebenso begeistert. Auch hier wieder ein großer Tiegel drin enthalten. Die hatten wir in klein woanders mal mit dabei. Ich will nicht spoilern. Ocean Minerals Night Recovery Cream. 50 Milliliter. Sowas hört sich auch sehr universell an und finde ich sehr, sehr charmant. Interessant, dass im Asam halt auch so ein bisschen auf diese Meereskosmetik eingehen möchte. Macht meinem Freund Dalton nicht allzu sehr hier, ne? Die Hölle heiß. genau, also das machst du dir abends einfach drauf und das wird dann sehr wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Reichhaltigkeit haben, als wenn du halt eine Tagescreme verwendest. Der 15. Dezember, die Sun Drop Fluid Drops mit Lichtschutzfaktor 50 finde ich sehr, sehr gut, dass sie hier mit drin sind. 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Einfach um auch noch so ein bisschen darauf hinzuweisen, hey Leute, auch im Winter ist Lichtschutzfaktor sehr, sehr wichtig im Gesicht.
Ich persönlich habe die nicht ganz so gut vertragen, weil die sich, also nicht, ne, die haben sich halt abgerollt, die haben nicht mit meiner Gesichtspflege zusammen funktioniert und auch nicht mit meinem Make-up. Das war ein bisschen blöd. Das heißt, in mein Leben hat es nicht ganz so reingepasst, aber vielleicht passen die für euch ja richtig, richtig gut. Weiter geht die wilde Reise am 16. Dezember. Das ist etwas leichter und etwas mauerbefüllt, aber wir haben hier den Lash and Brow Styler in Clear drin. Bei dem Adventskalender haben sie scheinbar darauf geachtet, dass nicht jede Person, die den Adventskalender auspackt, die gleiche Haarfarbe oder Hautfarbe hat. Nun, auf jeden Fall habe ich hier ein Augenbrauen-Gel mit 7 Millilitern drin. Ja, da frage ich mich, warum hier und nicht in dem normalen Adventskalender? Ganz ehrlich, das finde ich ein bisschen frech, aber gut. Ist wie es ist, ne? Ja, finde ich klasse, dass es hier mit drin ist, weil ich so ein Produkt einfach auch gerne verwende und das ist schön. Eine Woche vor Heiligabend halte ich jetzt hier den 17. Dezember in meinen Händen und das ist auch sehr schwer und sehr gut befüllt. Da habe ich nämlich eine Haarmaske von Ahuhu drin, Paradise Length Rice Milk Hair Mask Repair Pflege mit Paradiesnussöl und Reismilch und das sind 150 Milliliter. Ich mag die Ahuhu Haarpflegeprodukte sehr gerne, sind jetzt nicht so super krass wie jetzt zum Beispiel die von Kaimana, die ich sehr gerne mag, aber... ich finde die sehr angenehm. Also die pflegen auch sehr gut. Ich kann jetzt hier leider nichts rausriechen. Der 18. Dezember. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Enthält wahrscheinlich auch wieder ein Tiegel. Jo. Und zwar haben wir hier die Vinolift straffende Augenbalm. Also noch ein Augenprodukt mit 30 Millilitern. Wow. Also das ist wirklich viel Produkt, ne? Das ist ja mal echt der Hammer. So schaut das einmal aus. Und ja, also da merken wir halt anhand solcher Produkte, dass das Ganze sich halt nicht unbedingt an Teenager richtet, sondern eher so an Frauen, die auch wirklich ein bisschen was im Slow-Aging-Bereich mit sich machen. Aber ich glaube auch Teenager würden sich diesen Adventskalender in dem Preissegment halt auch nicht wünschen, ne? Dementsprechend macht es für mich auf jeden Fall Sinn, dass das einfach so Slow-Aging-mäßig mit dabei ist. Habe ich noch nicht ausprobiert. Der 19. Dezember enthält eine Tube aus der Vinolift-Reihe. Natürlich darf eine Handcreme nicht fehlen. Die Super Anti-Aging Handcreme, Hand- und Nagelcreme mit 100 Millilitern. Und ich finde tatsächlich, dass der Duft von Vinolift auch ein bisschen an ja, Weißwein oder so erinnert. Und ich finde auch die Handcremes von Asam immer sehr schön pflegend. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Hier scheinen wir auch wieder was Großes, Schweres drin zu haben. Natürlich, die Aqua Intense Cream ist das hier. Supreme Hyaluron Day Cream, Lichtschutzfaktor 25. Ich persönlich würde da nochmal einen drüber geben, aber im Winter ist es vielleicht okay. 50 Milliliter, du wirst aber normalerweise mit so einer Gesichtscreme nicht die Menge an Lichtschutzfaktor auf dein Gesicht auftragen, wie du sie eigentlich bräuchtest. Ne? Das heißt, da würde ich vorsichtshalber nochmal einen drüber legen. Die Nummer 21 ist riesig, aber super leicht. Super leicht. Okay, was bist du? Ah, nee, das ist cool. 7x1 Milliliter von den Resveratrol Premium NT50 Ampullen. Die Intensivkur haben wir hier drin. Habe ich auch schon mal, ich glaube, vor Jahren, ne, in der Brigitte-Box oder Barbara-Box oder so drin gehabt. Mit 14 Ampullen. Und habe ich gemacht, fand ich wirklich gut. Also die Resveratrol-Reihe mag ich sehr, sehr gern. Die Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl, ist einfach mal riesig. Noch was zum Reinigen. Okay, also sauber werden wir auf jeden Fall. Ne? Das ist die dritte Gesichtsreinigung. Holla die Waldfee. Vitamin C Fresh Reinigungsgel 200 Milliliter. Leute, also mit den Reinigungsprodukten, die hier drin sind, habt ihr wirklich ein ganzes Jahr Freude. Glaube ich. Die Vitamin C Reihe vertrage ich persönlich leider nicht so sehr. Ich hatte schon mal die Creme in Anwendung und auch das Serum hat bei mir leider Unreinheiten verursacht. Ne? Aber das ist halt immer, jede Haut ist anders und da muss man einfach gucken, was passt für einen am besten. Und ja, da bin ich halt einfach raus. Einen Tag vor Heiligabend habe ich hier den 23. Dezember. Da haben wir auch einen Tiegel drin. Und zwar ist das die Pink Clay Pore Refining Mask in einem Tiegel mit 30 Millilitern. Das finde ich schön. Auch eine Gesichtsmaske in einem Adventskalender finde ich immer sehr charmant. Das ist auch eine Maske, wo ich denke, das kann so gut wie jeder verwenden. Wenn man eine sensible Haut hat, würde ich das vielleicht maximal einmal pro Woche anwenden. Trommelwirbel für die Nummer 24. Das ist kein Cremetiegel. Das fühlt sich, vielleicht haben wir hier wirklich ein Peeling drin. Katrin würde, glaube ich, Luftsprünge machen, wenn das so ist. Nee, oh, das ist ja was. Die Retinol Intense Reihe Serum Pads. Was ist das denn? 60 Stück sind hier drin. So schaut das einmal aus. Also Retinol in Pad-Form. Ich glaube, man hätte sich mehr darüber gefreut, wenn man gegebenenfalls das Retinol als Serum hier drin gehabt hätte, weil hier hast du halt nur 60 Stück drin, also 60 Anwendungen und von dem Serum kannst du vielleicht noch ein paar mehr Anwendungen rausholen.
Hier sehen wir jetzt einmal den Inhalt vom Adventskalender und ja, er ist sehr, sehr Skincare-lastig, aber wir haben auch ein bisschen Haarpflege, Körperpflege und auch ein bisschen Make-up mit dabei. Ich persönlich hätte hier mich mega drüber gefreut, wenn wir eins von den gehypten Body-Peelings halt auch drin gehabt hätten, aber so ist es auch ein schöner Inhalt. Wirklich gar keine Frage. Definitiv ist hier ein krass geiler Warenwert drin enthalten. Du bekommst auch mega große Produkte, die eigentlich fast jeder Hauttyp so verwenden kann. Hauttyp, Haartyp, Skincare-Typ. Auch die coolen Reihen Aqua Intense, Retinol, Resveratrol sind hier mit drin enthalten. Ich glaube, darüber freut man sich schon, ne? Wie seht ihr das? Schreibt gerne eure Meinung mal in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!